Herzen überzeugt, mit deiner Zunge überzeugt, dass es keinen Gott gibt, außer den einen Gott, den Allmächtigen, der sich im Koran als vollkommen bezeichnet. Seine Wesen, seine Eigenschaften, er beschreibt sich durch seinen Namen im Koran, also er ist der Allwissende, der Allmächtige, der Allhörende, der Allsehende und an solchen Glauben die Muslime, die ihren Schöpfer. Ja? Und dass man zu diesem Glaubensgesetz gehört, dass man auch an alle Gesandten Gottes glaubt und auch letztendlich auch an den letzten Gesandten Gottes, an den Propheten Muhammad, die Muslime als letzten Gesandten Gottes glaubt. Das heißt, in diesem Glaubensbekenntnis, dieser Glaubensbekenntnis beinhaltet auch, dass wir als Muslime auch an Jesus in uns sehen und ihn glauben, als Propheten Gottes. Und an Jesus und an Abraham und an Noah, bis zu den ersten Menschen, Adam und Eva. Ja? Und dieses findet man alles wieder im Koran nieder. Ja? Manche christliche Gläubige, Theologen oder so, sagen, die Muslime haben den Koran aus der Bibel abgeschrieben. Ja? Wieso? Weil sie so viele Ähnlichkeiten vorfinden, wenn sie den Koran lesen. Ja? Da finden sie wieder den Ein-Gott-Glauben drinnen, sie finden die Propheten, die man auch in der Bibel findet. Man findet die gleichen Glaubensgrundsätze drinnen. Ja? Aber man findet auch drinnen ein paar Unterschiede. Ja? Und deswegen